Geheimoperationen und Spezialkommandos sind keine Erfindung der Moderne. Schon seit Jahrhunderten gehören sie zum Standardrepertoire von Militär- und Abwehrdiensten. Darunter sind skurrile Operationen, listige Geheimkommandos und wunderliche Manöver. Wir haben drei skurrile Geheimmissionen für euch zusammengefasst. Für viele ist es die wichtigste Nebensache der Welt: Fußball. In der Geschichte ist der Publikumsmagnet aber auch Auslöser für eine der größten Stasi-Operationen außerhalb der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik. Wir schreiben das Jahr 1974. Die Fußball-Weltmeisterschaft wird in diesem Jahr in Deutschland ausgetragen, der Bundesrepublik Deutschland. In der ersten WM-Endrunde kommt es zu einem brisanten Duell. Die DFB-Auswahl aus dem Westen trifft zum ersten Mal auf das Team der DDR. Haushoher Favorit, die Mannschaft der BRD. Ich persönlich bin sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben alles in allem gesehen, die leichteste Gruppe bekommen. Für das Ministerium für Staatssicherheit, kurz Stasi, hingegen hat das deutsch-deutsche Duell vor allem politische Bedeutung. Denn es ist aus Sicht der Geheimdienstler in Ost-Berlin auch ein Kampf der Systeme. Stasi-Chef Erich Mielke und seine Behörde rufen deshalb eigens eine Operation ins Leben. Die Aktion Leder. Die sportliche Marschrichtung ist klar. Die DDR-Nationalmannschaft soll im Kräftemessen mit der BRD-Auswahl die zweite Finalrunde erreichen. Mindestens ebenso wichtig ist für die DDR-Führung aber das zweite Ziel der Operation. Keiner der DDR-Kicker, Funktionäre oder Zuschauer darf im Westen bleiben. Deshalb lässt die Stasi Sportler und Fans bei der WM im verfeindeten Westen genauestens überwachen. Tausende Eintrittskarten stehen der DDR für das Spiel zur Verfügung. Sie einfach an Fußballfans verteilen? Völlig undenkbar. Damit DDR-Bürger nicht heimlich flüchten oder plötzlich im Stadion dem Klassenfeind zujubeln, werden nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans gründlich auf verwandtschaftliche Verbindungen in den Westen gecheckt. Als Zuschauer anreisen dürfen nur eingefleischte Sozialisten mit passender Gesinnung. Wir sind von unserem Arbeitskollektiv vorgeschlagen worden, um eine Fahrt hier rüber zu bekommen. Eine Art von Prämierung? Ja, eine Auszeichnung für unsere geleistete Arbeit. Menschen, die sich selbst für die Reise zur Weltmeisterschaft bewerben? Höchst verdächtig. Die bekommen nicht nur keine Karten, sondern es werden auch Ermittlungen gegen sie eingeleitet. Für eine lückenlose Überwachung von Spielern und Fans sind während der WM in der Bundesrepublik hunderte zusätzliche Stasi-Spitzel im Einsatz. Eingeschleust in die Touristendelegation. Aber auch 5 Mitglieder der DDR-Mannschaft werden als Informanten angeworben. Der Ausgang des Spiels ist bekannt. Die DDR-Auswahl gewinnt am Ende sensationell mit 1:0 durch ein Tor von Jürgen Sparwasser. Der Klassenfeind ist besiegt. Keiner der Ostdeutschen fällt aus der Rolle. Die skurrile Operation der Stasi im Ausland, ein voller Erfolg. Die Oberhand im Klassenduell behält am Ende aber trotzdem die Bundesrepublik, deren Mannschaft am Ende den Weltmeisterpokal gewinnt. Über eine der wohl bekanntesten Geheimmissionen der Geschichte berichtet der griechische Dichter Homer. Im Trojanischen Krieg sollen nach seiner Erzählung Griechen gegen Trojaner gekämpft haben. Der Auslöser? Eine Frau. Die schöne Helena. Als Paris, Prinz von Troja, sie erblickt, verliebt er sich unsterblich in sie. Doch Helena ist bereits verheiratet. Und zwar nicht mit irgendwem. Ausgerechnet König Menelaos von Sparta ist ihr Ehemann. Kurzerhand entführt Paris Helena und versteckt sie hinter den Stadtmauern Trojas. Die Griechen schwören Rache für diese Schmach und brechen mit einer riesigen Flotte nach Troja auf. 10 Jahre dauert dieser zermürbende Schlagabtausch, aber den Griechen will es einfach nicht gelingen, Troja zu erobern. Die Mauern der Stadt scheinen unüberwindlich.
Da hat der listige Odysseus eine Idee, die als eine der bekanntesten Geheimmissionen in die Geschichte eingehen wird. Er lässt ein riesiges hölzernes Pferd bauen, das den Trojanern als Siegergeschenk überreicht wird. Die Griechen tun so, als würden sie aufgeben und den Rückzug antreten. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Denn in dem Bauch des Holzpferdes verstecken sich 30 tapfere Krieger. Erst nach Anbruch der Dunkelheit klettern sie aus dem Bauch des Pferdes und öffnen ihrer Armee die Tore. Die Mauern von Troja sind überwunden. Es kommt zu einem fürchterlichen Blutbad. Die Griechen töten den trojanischen König Priamos und alle seine Krieger. Troja wird bis auf die Grundmauern abgebrannt. Ob die Geschichte auf historischen Ereignissen beruht oder nur eine Erfindung Homers ist, ist bis heute nicht geklärt. Lange Zeit galt sogar die Existenz der Stadt Troja als Legende. Bis 1870 der deutsche Archäologe Heinrich Schliemann in Hisarlik an den türkischen Dardanellen Ruinen entdeckt, die er als Troja identifiziert. Ob es das hölzerne Pferd je gegeben hat, bleibt weiter umstritten. Manche Forscher glauben, dass es sich dabei vielmehr um ein Kriegsschiff gehandelt haben könnte. Doch selbst wenn das trojanische Pferd nie existiert haben sollte, ist es im Laufe der Geschichte zum Inbegriff der Kriegslist und zum Vorbild für weitere raffinierte Geheimkommandos geworden. Im Krieg ist nicht nur die militärische Schlagkraft entscheidend, sondern auch der Ideenreichtum. Irreführende Meldungen, falsche Fährten und manipulierte Dokumente wurden gerade im Zweiten Weltkrieg besonders massiv eingesetzt. Doch die Geheimmission des 23. Spezialbataillons der US-Streitkräfte ist wohl die skurrilste. Ihre größte Geheimwaffe? Luftpumpen. Ihre Mission? Mithilfe von aufblasbaren Militärfahrzeugen aus Gummi wollen sie Nazi-Deutschland in die Irre führen. Um die Illusion täuschend echt zu machen, werden für die sogenannte Geisterarmee Tontechniker, Illustratoren, Fotografen, Schauspieler und andere Kreative rekrutiert. Neben den aufblasbaren Panzern, Artilleriegeschossen, Trucks und Flugzeugen sollen auch fingierte Funksprüche zum Einsatz kommen, die zusätzlich für Verwirrung sorgen. Die Tontechniker der Division sollen vor allem nachts Geräusche über Lautsprecher abspielen, die reges Treiben und das Vorrücken von Panzern simulieren. Mit Licht- und Soundeffekten täuschen sie zusätzlich Artilleriefeuer vor. Die falschen Armeeeinheiten sollen deutsche Kräfte beschäftigen und vom wahren Schwerpunkt eines Manövers ablenken. Wenige Wochen nach der Landung der Alliierten in der französischen Normandie im Juni 1944 erreicht die 1100 Mann starke Division europäischen Boden. Und ihr Plan geht auf. In 21 solcher Täuschungsoperationen, vor allem in Frankreich, Belgien und Luxemburg, gaukelt die Geisterarmee Hitlers Soldaten eine Front vor, wo keine ist. Während die Deutschen beschäftigt sind, können alliierte Streitkräfte unbemerkt ihre Position verändern, die Front umgehen und Gebiete mitunter ohne Gegenwehr einnehmen. Am erfolgreichsten ist die Division allerdings bei ihrer letzten Mission, März 1945. In der Nähe von Viersen wollen sie den deutschen Truppen eine Rheinüberquerung vorgaukeln. Dafür fahren sie große Geschütze auf. Der finale Akt ihres schauspielerischen Verwirrspiels. Mit einer Armee aus 600 Gummipanzern und Artilleriegeschossen täuschen die Amerikaner den Sturm über den Fluss vor. Sogar Baugeräusche von Pontonbrücken werden imitiert. Mit Erfolg. Zeitgleich können weiter nördlich, bei Wesel, die echten Truppen beinahe unbemerkt den Rhein überqueren. Dass sie dort auf wenig Widerstand stoßen, haben sie womöglich der Geisterarmee zu verdanken, die die deutschen Einheiten in die Irre führt. Eine wunderliche Geheimmission, deren Hollywood-reife Inszenierung möglicherweise geholfen hat, den Krieg früher zu beenden. Fazit: Not macht erfinderisch.
Welche skurrilen Geheimmissionen kennt ihr noch? Lust auf noch mehr Geschichte? Dann abonniert diesen Kanal.